Es geht wieder weiter im Grubenhaus. Heute ist, wie gesagt, erstmal Dachdecken angesagt. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht, aber in Live sieht man es ganz deutlich, dass hier hinten relativ trocken ist und hier vorne viele feuchte Stellen sind. Wenn ich das mit dem Dach vergleiche, dann habe ich hier hinten Erde auf dem Moos drauf und hier vorne nicht. Hier vorne sind sowieso sehr viele Lücken. Auf der anderen Seite genauso, hier nur Moos, hier schon Erde auf dem Moos. Das heißt, ich werde hier die Lücken nochmal mit Moos füllen und dann schön Erde drüber ziehen. So, die andere Seite ist auch fertig. Weil hier drüben das Bett ist, habe ich hier in der Hoffnung, dass viel auch wirklich viel hilft, ordentlich Moos und Sand drauf gehauen, damit ich zumindest, wenn es regnet, vielleicht trocken bleibe. Zumindest auf der Bettseite. Mal sehen, wird schon klappen. So, okay, Thema Dach ist durch. Auf geht's ans nächste Projekt. Das ist ja blöd. Also ein bisschen arg hoch. Oh, scheiße. Oh. Loch tiefer buddeln oder nochmal sägen? Ich muss sagen, das ist echt ziemlich geil. So 90 Grad und schön klein. Ich komme bis tief runter und kann richtig schön schaufeln. Mega. Oh, ja, viel besser. So, der Hackklotz ist fertig. Vielleicht ist das Ganze ein bisschen unnötig, weil ich hier 5 Meter weiter auch schon einen Hackklotz habe. Aber keine Ahnung, ist doch geil.
Kann man nachts direkt vom Lagerfeuer Holz machen. Falls man muss. Passt doch. Ich habe außerdem noch schnell den Bereich hier vorm Shelter aufgeräumt, das ganze Holz da ein bisschen zur Seite geräumt, dass man hier wieder besser gehen kann. Und ich habe mir das Holz für mein letztes heutiges Projekt schon besorgt. Und damit geht's jetzt los. Leute, ich muss sagen, das Bushcraften hier im Mini-Grubenhaus hat echt eine ganz andere Qualität. Ich kann alles gemütlich im Stehen erledigen, hab den hohen Hackklotz, hab hier die geile Ablage, wo ich irgendwie alles im Stehen machen kann. Sonst war Bushcraften immer so ein am Boden rumgekrauche und pipapo, aber hier fühlt sich das richtig an wie in der Werkstatt. Das ist einfach mega geil. Mega geil. Ha. Leute, das ist richtig gut geworden. Schön stabil. Kann man auf jeden Fall ein paar Sachen drauf ablegen. Hammer. Mega geil. Das Mini-Grubenhaus ist bereit für die erste Übernachtung.
Ach, Leute, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich heute noch fertig werde. Ging dann ausnahmsweise mal alles schneller als erwartet. Auch mal nicht schlecht. Ja, ist alles bereit für die erste Übernachtung. Um das nicht zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren, lasst ein Like für dieses Video da. Bis bald, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Thank you.